Not macht erfinderisch. Zur Überbrückung der Zwangskonzertpause sendet der Liederbuchverein in enger Zusammenarbeit mit der Kulturinsel in Kirchberg seit 3 Wochen jeden Montag ein Liederbuchkonzert im Livestream auf Facebook und YouTube. In diesen Sendungen werden regionale Künstler präsentiert und diese spielen unentgeltlich. Eingehende Spenden werden am Ende der Corona-Krise den Künstlern, den Agenturen und dem Verein zugutekommen. Darüber hinaus gibt es noch eine interessante Aktion. Be cool, make music und verschenke ein Konzert. Mehr dazu erfahren Sie von den Initiatoren. Ja, die Kultur geht zurzeit am Stock. Das tut sie manchmal auch ohne Corona, aber jetzt ganz besonders. Wie sieht es denn aus mit dem Verein? Ja, wir sind ja der Liederbuchverein, der eigentlich nicht in der Kulturinsel ist, aber die Anja ist Mitglied bei uns im Liederbuchverein. Und insofern kamen wir jetzt hier zusammen. Ja, wie sieht's aus? Wir haben im Prinzip, ich weiß gar nicht genau, aber ich sage mal so an die 20 Konzerte, 25 Konzerte, fast 30, glaube ich, hatte ich gestern gezählt, inzwischen abgesagt, aus den bekannten Gründen. Und machen halt im Moment, versuchen irgendwie unser Publikum bei uns zu halten, machen hier jede Woche Montag bei der Anja einen Livestream, laden dazu regionale Künstler ein, hatten schon 4 Livestreams. Ja, das ist das, was wir im Moment so versuchen, um uns über Wasser zu halten. So, Freunde, es geht los. Ich begrüße euch zu unserem dritten Livestream. Diesmal scheint es auch zu funktionieren mit YouTube und Facebook gemeinsam. Erklär mal bitte mehr zum Livestream. Wer ist da dabei und wo kann man den sehen? Also den Livestream übertragen wir auf Facebook, haben jetzt seit 3 Wochen angefangen, das auch parallel auf YouTube zu posten. Allerdings sind die Übertragungsqualitäten eben schlecht. Der Ton geht zwar gut durch, wie uns immer wieder bestätigt wird, aber das Bild bleibt oft hängen. Deswegen zeichnen wir die Sachen auch parallel mit auf und übertragen sie dann praktisch am nächsten Tag als Wiederholung. Und da kann man sie sich dann auch angucken, ohne dass das Bild hängt. Ja, dann gibt es noch eine weitere Idee mit Stichwort Konzert. Verschenke ein Konzert. Das ist auch eine tolle Idee, wo man ganz einfach sagt, man kann jetzt schon Karten kaufen für ein Konzert. Sieht so aus. Genau, wir hoffen, dass das Konzert stattfindet am 26. Juni. Sollte das nicht stattfinden, wird ein neuer Termin nochmal bekannt gegeben. Aber da wären auf jeden Fall alle Bands, die hier in der Kulturinsel im Livestream aufgetreten sind, mit anwesend sein. Und man hat die Möglichkeit, eine Karte jetzt schon zu kaufen und an jemanden zu verschenken, dem man mal Danke sagen möchte, der in der jetzigen Zeit ja, das Leben aufrecht hält, einem hilft. Und da gibt es bestimmt viele Leute, die ja, jemanden kennen, um jemanden da eine Freude zu machen. Ist das schon passiert? Also schon Karten verschenkt worden? Ja, also zumindest sind schon Karten gekauft worden. Ich selber habe schon welche verschenkt. Ob die anderen sie schon verschenkt haben, die sie gekauft haben, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, die kosten 5 Euro, können praktisch über unsere Website gekauft werden als Online-Ticket. Und es steht auch kein Preis drauf. Also insofern, wenn man das verschenkt, ist das praktisch neutral. Und es ist auch die Information drauf, wo man sich dann informieren kann, falls das Konzert eben nicht im Juni wie geplant stattfinden kann, dann wird es einen neuen Termin geben, das haben wir spätestens im September. Und wir haben jetzt eine Adresse, wo wir Karten hinkriegen? Wir haben hier in Kirchberg schon von Anfang an eine Facebook-Seite, die wird von einer Frau betreut, die wir nachher jetzt gleich mal besuchen. Und die sich da sehr engagiert, einfach auch, dass Informationen weitergegeben werden und dass die Leute einfach mal sagen können, ich brauche Hilfe. Und es werden jetzt, sag ich mal, diese Mund-Nasen-Bedeckungen genäht. Und ich finde es halt eine ganz tolle Sache, dass sich die Leute hier in Kirchberg da einfach auch zusammentun. Und das wäre jetzt die richtige Adresse, um da mal eine Dankeschön-Konzertkarte zu hinterlassen. Als Dankeschön. Vielen Dank, dass du so viel hier machst. Danke. Und dass du das wirklich mit der Facebook-Seite alles so organisierst und auch mit den Näherinnen. Also vielen Dank erstmal und mach weiter. Genau, vielleicht sollte man auch sagen, wozu das Geld benutzt wird, was über die Konzertkarten praktisch reinkommt für 5 Euro. Es werden 200 Stück verkauft. Wir gehen nicht davon aus, dass wirklich 200 Leute kommen. Aber wir hoffen, dass 200 Karten verkauft werden.
Das Geld geht zu 70% an die Künstler, die hier die Livestreams mitbestreiten, weil die können wir ja nicht bezahlen, wir haben ja keine Einnahmen. Und zu 30% geht das in die von Liederbuch schon vor Wochen ins Leben gerufene Aktion, in die Dreidrittelaktion. Das heißt, wir wollen den Künstlern, deren Konzerte wir absagen mussten aufgrund Corona, ein Drittel der Einnahmen zukommen lassen. Den Agenturen, mit denen wir das gemacht haben, das sind meistens auch One-Man-Shows, ein Drittel zukommen lassen, ein Drittel für unseren Verein behalten, weil wir haben natürlich auch jetzt Ausgaben, wo keine Konzerte stattfinden. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Nicht, dass ihr denkt, wir wollen uns hier die Taschen voll machen. Abschließend Botschaft an die Menschen da draußen in Sachen Corona. Wie geht ihr damit um oder habt ihr einen Tipp? Haltet durch. Es gibt irgendwann eine Zeit nach Corona und da wird wieder gefeiert und bleibt gesund. Und lasst die Kultur nicht sterben. Also unterstützt einfach die Musiker, die Livestream-Konzerte. Guckt montags bei uns rein oder auch bei anderen Musikern. Weil das, denke ich mal, ist jetzt ganz wichtig. Ich fand es schön, ich habe das Geld, was ich erspart habe, weil ich nicht zu den Konzerten gegangen bin, gespendet. Das ist auch mal eine gute Idee. Ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Bam, 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 bam